freue mich darauf, dass er jetzt zu uns sprechen wird, zu uns geschafft hat. Michael Rubinstein für die jüdische Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen. Herzlich willkommen bei uns. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Duisburgerinnen und Duisburger, es ist heute ein Tag oder ein Anblick von hier oben, an dem ich sagen kann, wir können stolz, Duisburg zu sein, und wir können vor allem stolz sein, Duisburgerinnen und Duisburger zu sein. Das Bild von hier oben, dieser Platz, so voll, als ein erkennbares Zeichen gegen Intoleranz, gegen Hass und gegen die Menschen, die nicht verstehen, was Duisburg ausmacht, das ist unsere Stärke. Wir stehen in schwierigen Zeiten und wenn es darauf ankommt, zusammen, egal welche Nationalität, Religion, Parteizugehörigkeit oder Verband wir sind. Und von daher an dieser Stelle auch als ein Mitglied einer Minderheit in dieser Stadt einen herzlichen Dank Ihnen allen, Duisburgerinnen und Duisburgern. Ich kann mich dem Wort meiner beiden Vorredner natürlich eins zu eins so anschließen. Aber wissen Sie, was mich bewegt? Ist es nicht eine absolute Unverfrorenheit, dass Pegida sich ausgerechnet unsere Stadt ausgesucht hat, ausgerechnet Duisburg mit über 140 Nationen vereint in einer Stadt, die ohne die Menschen, die zu uns gekommen sind, niemals das geworden wäre, was sie ist? Ist das nicht eine Unverfrorenheit? Oder wenn ich es noch deutlicher formulieren darf, wie dumm kann man eigentlich sein? Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, hier ist kein Platz für rechtes Gedankengut, für Radikale. Und diesen Platz wird es auch heute und hier und auch morgen nicht geben. Und dann kann Pegida auch die nächsten 3 Jahre hier Demonstrationen ankündigen. Pegida wird sehen, was sie in Duisburg davon hat, nämlich absolut nichts. Aber ich möchte an dieser Stelle zwar kein Wasser in den Wein kippen, aber wir müssen eins verstehen. Wir sind alle hier vereint, weil wir gegen etwas sind. Gegen Intoleranz, gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit. Aber es reicht nicht, wenn wir zeigen und sagen, wogegen wir sind, sondern wir müssen vor allem auch zeigen und deutlich machen und uns engagieren, für was wir sind. Und das ist die schwierige Aufgabe, die wir uns tagtäglich stellen müssen. Keiner von uns muss jeden Tag ein Held sein. Aber wenn wir unsere Türen öffnen, unsere Herzen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch unser Portemonnaie, wenn wir eine Kultur des Willkommens schaffen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter und dann nehmen wir auch Pegida und anderen rechtsradikalen Organisationen den Nährboden für das, was sie versuchen, nämlich Hass zu verbreiten in dieser Stadt. Und ich sage Ihnen aus der eigenen Erfahrung, es wird schwierig in dieser Stadt. Denn wir sehen, dass die Sicherheitsmaßnahmen bei uns am Gemeindezentrum hochgefahren werden müssen. Dann ist das jetzt vielleicht im Augenblick erstmal nur die jüdische Gemeinde. Aber dieser Hass macht nicht vor uns Halt. Er macht nicht von den Juden Halt, er macht nicht von den Muslimen Halt. Das ist ein Brand, der anfängt und der nicht verglühen wird, wenn wir uns nicht ganz klar und deutlich dagegen stellen. Und wir merken, ich muss das leider sagen, wir merken, dass der Kiez, der uns verbindet, anfängt zu bröckeln, dass Leute Angst haben. Leute Angst haben, in Moscheen zu kommen, sie zu besuchen. Ob es in jüdische Einrichtungen sind. Wenn das anfängt, dann ist das Anfang vom Ende. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade jetzt zusammenhalten, dass wir uns jetzt prüfen, dass wir offen, kritisch miteinander umgehen. Da darf auch oder sollte auch in der einen oder anderen Stelle eine kritische Diskussion zwischen uns geführt werden. Wir haben lange genug gesagt,
Wir wollen den kleinsten Minimalkonsens. Nein, wir wollen das Große, wir wollen das Gemeinsame. Das bedeutet Kraft, das verlangt Engagement, das verlangt auch an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ja, hier habe ich falsch gedacht. Aber es verlangt vor allem eins: Toleranz, Zivilcourage, Engagement, ein offenes Herz, einen offenen Verstand für die Menschen, die wir hier alle sind, die wir ja bleiben wollen. Und deswegen herzlichen Dank, dass Sie all da sind. Und nicht nur heute, jeder von Ihnen, jeder von uns kann jeden Tag ein kleines Stück dafür beitragen, dass wir wieder heute gekommen wird, heute gekommen ist und nie wieder. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Michael Rubinstein.